Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Destiny 2. So, wie versprochen, machen wir mit der Hauptstory weiter, die da wäre. Ich glaube, dass wir auf dem Mond weitermachen müssten. Also ich habe jetzt so zumindest hier nichts offen. Und ich denke mal, wir schauen mal auf den Mond. Empfohlene Power 760, wir sind aktuell, glaube ich, 898 oder so. Also glaube ich, wird schon hinhauen. Wir starten mal. Und ich denke mal, dass wir jetzt ein Intro sehen werden. So, auf vom Orbit zum Mond. Iris Morn. Destiny 2, Festung der Schatten. Achtung an alle Hüter! Letzte Nacht entdeckten wir eine seismische Störung auf dem Mond. Innerhalb von Stunden wimmelte es dort vor Schar. Diese Plage darf sich nicht weiter verbreiten. So, das ist auch schon unser Titan. Bildmarkgerät. Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny. So, wir sind auf dem Mond angekommen und sollen hier eine rätselhafte Störung untersuchen. Erobere den Mond zurück. Okay, dann probieren wir es mal. Die Schar strömt aus der Festung auf die Mondoberfläche. In der Festung begannen die Störungen. Wir werden es untersuchen, aber zuerst müssen wir eine Stellung auf dem Mond sichern. Manche von euch kennen es nur zu gut. Doch lasst euch nicht von Kotas Gräuel einschüchtern. Was immer das ist, die Tragödien unserer Vergangenheit werden sich nicht wiederholen. Zerfetzt, alte Hexe.
Geht doch. Die Schar sich zurückziehen. Commander, die Schar ist kopflos, verstreut. Sie haben keinen Anführer. Krotas Tod hinterließ eine Lücke, die sie nicht zu füllen vermochten. Doch die Störungen haben sie ermutigt. Sie müssen aufgehalten werden. Wir sind dabei. So, verfolge die Schar. Die Schar strömt aus dem Portal da oben. Wir sollten es schließen. Ich glaube, wir müssen darüber. Okay, erobern. Auch da hinten rüber, oder was? Ah, da drüben, okay. Nicht geguckt. Wir obern mal. Leute hier, da kam es schon, oder? Okay, weiter geht's. Der Kreischer ist angreifbar. Das ist unsere Chance. Stirb.
ist deaktiviert, Kommandant. Gute Arbeit, Hüter. Dank euch haben wir bald einen Landeposten aufgestellt. In der Zwischenzeit rückt weiter auf die Festung vor. Okay. Hüter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ikora? Diese Störung. Ich weiß, was sie ausgelöst hat. Wer sie ausgelöst hat. Eris Morn. Eris ist wieder auf dem Mond? Das Letzte, was ich von ihr gehört habe, war, dass sie auf dem Weg zur Festung war. Ich weiß nicht mal, ob sie... Wir finden sie. Lebendig. Können wir mal schauen, was wir ausrüstungsmäßig bekommen haben. Oh, 57. Ah, das hatten wir schon. Okay. Bevor wir die Festung betreten können, musst du die Umgebung räumen. Unterstützung ist unterwegs. Commander, hat die Vorhut von den Schar-Aktivitäten auf dem Mond vor den Störungen gewusst? Wir haben ihren Fortschritt genau beobachtet, aber wussten nichts über den Zweck dieser roten Festung. Let's go. Kommen wir hier hoch? Der Weg steht frei. Wir sind bereit, die Scharlachfestung zu betreten. So ist eine Figur hier. Gehen wir mal hier rein.
Eris kam zu mir. Sie hatte Beweise für etwas sehr Altes auf dem Mond. Eine potenzielle Gefahr für die Menschheit. Eris bestand darauf, allein zu gehen. Sie sagte, es sei nur eine Aufklärungsmission. Und ich habe sie gehen lassen. Eris ist zäh. Das hat sie wieder und wieder bewiesen. Der Mond ist schon cool gemacht. Oft zu ihrem eigenen Nachteil. Wenn es eine Person gibt, die auf sich selbst aufpassen kann, dann Eris Morn. Ikora? Wir haben ihr Signal verloren. Seltsam. Was war das? Kein Plan, wo ich hin muss. Ein bisschen zu früh gezündet, scheiße. Die Quelle der Störung sollte hier irgendwo sein. Boah, schaut das geil aus. Geile Sache. Was? Was ist das? Sowas habe ich noch nie gesehen. Danach muss Eris gesucht haben. Stimmt nicht. Ich fühle mich komisch. Als ob etwas oder jemand in mein Licht eindringt. Das Ding da im Weg. Was ist das? Komisch an. Hier ist ein gewaltiger Energieanstieg. Da können wir nicht durch. Roter? Aber er ist tot. Thank you.
Er regeneriert sich? Oh, der füllt sich wieder auf. Wir können nicht gewinnen. Wir müssen hier weg. Jetzt. Rita, komm mit mir. Okay, das soll so sein. Eris Morn. Was ist diese Pyramide? Du hast die Geschichten gehört. Vom Opfer des Reisenden. Wie die Dunkelheit auf die Menschheit herabsinkt. Vor uns liegt ein finsterer Rest ihrer Existenz. Hat der Reisende es abgeworfen? Oder mit Absicht hinterlassen? Es liegt an uns, die Wahrheit aufzudecken. Doch wie? Wir finden einen Weg hinein. Gut, Leute, damit würde ich sagen, war es auch schon mit der ersten Folge. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war auf jeden Fall eine coole Einführung auf den Mond. Wie es denn hier weitergeht mit der Quest, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Dafür würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder dran seid und wenn ihr wieder zuschaut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.